Hast du Zwillinge oder so bekommen? Nee. Zwei. Nur zwei normale. Männchen, Weibchen oder? Ja. Okay. Wenn es ein Männchen und ein Weibchen ist, was hältst du von Daisy und Donald? Ich habe sie jetzt nochmal Cyberbreaker und Metallbreaker genannt. Aber ich hoffe mit einer 2 dahinter. Nein. Was? Mach mal! Das sind Roboter, die ersetzen die einfach. Nee. Nee, so funktioniert das nicht. Mach doch. Nee, das ist klar. Okay, wenn da. Okay? Ja. Deine ganze Armee. Aber wer hat denn hier schon wieder da gepfiffen? Ja, wahrscheinlich aus Versehen wieder ich. Ach so, ja, aber diesmal deine Gruppe. Das war schon richtig, was du gepfiffelt hast. Nee, da ist was an der Wand. Ja, aber Nummer 1 ist doch auch noch, gehört doch auch noch dazu. Sushi, Erdbeerkuchen, Wolf Junior, alle? Ja gut, ich hab nichts zu sagen. Alle zur Wand gerannt. Ja gut. Jetzt hat's geklappt. Okay. Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall uns bekannt und in der Nähe. Ansonsten haben wir wahrscheinlich mal unterwegs Honig gesehen, aber. Auch nicht allzu weit weg, hier ist auch noch Honig gewesen. Ernsthaft, ich komme. Wo denn? Hier bei dir? Achso, also dann. Hier vorne war, glaube ich, irgendwo mal was. Ich gehe mal was? Kurz das Test. Mit was baut das? Mit der Axt, habe ich ausprobiert. Nimm die Axt. Wir können den Honig auch einfach in das Inventar vom Dino legen. Ich weiß. Habe ich das immer gemacht? Das hält auch länger. Eine Stunde. What? Das hält länger? Inventar 20 Minuten. Okay. Guck jetzt mal, was der Honig macht, wenn du die Null drückst und der da drauf. Mach ich mal. Oh nein, der wird hingeworfen. Genau. Und der Entrum muss das von sich aus fressen. Okay, aber ich kann den nicht mehr aufnehmen. Das ist richtig. Ist ja auch nicht weggeworfen, sondern dargeboten. Ich würde jetzt aber tatsächlich... Achso, okay. Eine Stunde ist ja lange, dann können wir ja doch hier viel einsammeln, passt, oder? Ja. Okay. Ach, hier ist noch Honig. Ich würde auch noch einen Stein suchen. Sieht eher so aus, als wäre da irgendwas draus geschlüpft, ehrlich gesagt. So wie, als wäre das so ein halbes Ei, wisst ihr? Okay, also ich habe jetzt auf jeden Fall eine Menge an Honig. Sollte eigentlich reichen, oder? Alles erstmal mitnehmen, was man in der Nähe findet, oder? Ja, ich hätte nicht zu viel mitgenommen, falls wir da noch was nachholen müssen, weil warum auch immer... Doch länger als eine Stunde. Nee, eher, wenn der aus dem Inventar oder sowas abgefahren ist, macht. Bleib mal stehen, ich komme zurück wegen den Porten. Ja. Wo seid ihr? Ich lauf grad zu Kevin. Hä? Hi. Auf einmal Porten? Ja, ja. Der pinkere Rex. Was? Ich sehe den Rex nicht. Der Kirk hatte gefragt wegen Porten. So. Beschreib mal, was du siehst. Also ich bin am Fluss. Oh, da musst du wieder in den Wald reinlaufen. In den Wald zurück zu Base oder in den Wald Richtung... Da, wo wir gerade den Honig eingesammelt haben. Du siehst schon die Teleportbubbel. Ja, guck mal, die habe ich, die Kuppel. Siehst du die? Ja, ich breche nochmal ab. Bin unterwegs. Okay. Du hast da Kaka verloren, ich nehme das mal. Oh yeah. Siehst du die Teleportbubbel? Kirk? Nee. Bis was, dann teleporte ich von hier aus und ihr von da. Nord, ja, okay, ja, dann machen wir das. Einfach. Ja. Asgard. Nach Nordost, genau. Asgard, Nordost. Okay. Genau. Asgard Mittel? Ja, ne? Nordost. Oh ja, Nordost. Asgard Mittel. Achso, nee, Asgard. Asgard ist immer. Also der Dude Mittel. Liegt immer noch bewusstlos. Okay.
Das haben wir ja schon mal richtig gut gemacht. Das haben wir richtig Asgard, gut gemacht. Asgard Nordost müsst ihr. Wir haben halt extrem gut gefarmt. Ach, betäubt. Das ist halt. Hat noch, hinterher. Hey, warte mal. Hat der, kriegt der überhaupt weniger? Der hat immer noch 1529. Betäubung? Mhm. Ja, gut. Die geht halt auch nicht runter. Oh, bin da. Von euch sehe ich aber nichts. Na, ich bin schon ein bisschen einmal jetzt losgelaufen. Links, 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 links. Ja, ich. Aber der ist ja hinüber. Hier ist noch ein 87er. Weiblicher. Oh. Wir können auch alles nomsen, was hier in der Gegend ist. Oder alles, was halt low ist. Ja, aber wenn hier doch ein 87er ist, können wir doch versuchen, den einfach zu nehmen, oder? Ja, aber wir können auch die anderen nomsen und hoffen, dass ein witziger Spot. Ja. Ihr seid in Nordwest und nicht in Nordost. Nee, Nordost. Nee, Nordost. Hier, guck mal, ich bin rechts von dir. Nordost hier, hier. Ich sehe dich, hier. Ja, genau, rechts von dir. Rechts, 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 rechts. Komm mal rechts. Ja, hier bin ich. Hallo, siehst du mich? Hallo, Kirk. Hallo. Ja. Ah, okay. Ich sollte mal eine Range erweitern. Es ist ein 87er und ein 78er hier. Zusätzlich ist noch ein 84er da. Hier ist noch ein Träumchen. Dann, ich habe leider keine Geli-Rüstung. Aber ich habe Honig dabei. Was muss ich greifen, damit die nicht angreifen? Müssen ja passiv sein, glaube ich, ne? Ja, das ist gar nicht nötig, glaube ich, gerade, weil wir sind ja passiv. Ich schnapp mir den. Wir sind ja gerade am Passivzählen, das heißt, wir greifen nicht an, wir betäuben nicht. Das sollte eigentlich gehen. Ich bewege mich mal zurück. Soll ich deinen Rex holen? Pete? Hm? Ich sitze auf dem Rex drauf. Ja, du, wenn du den holen willst, dann damit er nicht abhaut. Weißt du? Wir lassen jetzt erstmal Wiebke machen. Ja, okay. Wiebke, links der da. Ganz links hinter dem Ankylosaurus. Du musst halt nur gucken, dass du halt den richtigen Andrew triffst. Ich versuch's mal. Nicht, dass die anderen dann vorbeikommen und sich denken, yo, lecker. Bernadette ist jetzt bei mir. Ja, aber Bernadette brauche ich, weil Bernadette ist mein Honiglager. Na gut. Ja, okay. Also, ich tue jetzt einen Honig hier rein. Darf jetzt wie so ein Idiot dahinter? Der ganz linke? Der rechte? Welcher dieser 1000? Da kannst du denn sprinten? Der dunkle ist es. Also in der Mitte. Ich wirf das einfach mal hin. Oder der rechte? Der rechte ist es jetzt. Der direkt vor dir. Okay, also ich mache jetzt 0. Du so nah ran. Ich hab was geworfen und renne. Das ist schlecht. Ja gut, da greifen mich alle an. Ja, warte. Du hast ihn nicht auf passiv gemacht, oder? Ja, habe ich gerade gemerkt. Aber ist nicht so schlimm, weil ich setze mich drauf und bin weg. Man sieht sich. Wiedersehen. Tschüss. Ja, renn ruhig zu mir. Okay, ich renne weg. Oh je. Er ist schneller als du, oder? Ja. Aber ich verarsche die mit dem Kloppy. Ja. Meinst du kannst den also abstreifen? Ja. So ein Stück Kacke vom Schuh? Ja. Ich glaub gut. Ja, okay. Ist der schon ein bisschen gezähmt? Der hat nämlich so richtig Honig in die Fresse geworfen. Das liegt da, glaube ich, noch. Klebt jetzt alles in seinem Fell. Und du musst dich mit der Du hast die Geli-Rüstung angehabt, ne? Nein, ich habe keine Geli-Rüstung. Achso. Ich hab gerade gesagt, ich aber hab keine. Du hast doch gerade Geli-Rüstung gesagt, oder? Ja, aber ist nicht von mir gewesen. Irgendjemand anders hat gesagt Geli-Rüstung. Ja. Ich hab gesagt, ich hätte Geli-Rüstung für dich. So. Und links. Ja, ich muss die angreifen. Ich komme nicht weg. Ja. Ich bin halt fast tot. Dann musst du ihn wohl töten. Ja, geht nicht anders. Schade. Ah, warte, der haut jetzt ab. Der haut nicht ab. Schade. Schade. Ich hätte gewartet, bis der vielleicht wegrennt, weißt du, dass man den nicht unbedingt tötet. Okay. Der andere ist auch weggerannt, aber der ist halt nicht stehen geblieben. Boah, fast tot hier. Also hier ist jetzt noch ein 84er. Ups. So, also das hier, Verhalten auf passiv. Pass auf, komm, erkörg nicht, dass deine Viecher den angreifen. Der ist jetzt auf passiv.
Also Stegos sind echt tanky. Wieso war der bei mir? Der wer? Ich hab doch gesagt, du musst aufpassen, dass die dich angreifen. Nee, ich bin davon ausgegangen, du meinst den bei dir da hinten. Nee. Wir sind alle tot. Alle? Ja. Ja, okay. Aber sollen wir uns mal einen kleineren raussuchen und gucken, wie man die zähmt, so? Sollen wir mal einen Versuch machen? Genau, so ein Testlauf. Entschuldigt, Leute. Ach Quatsch, don't worry. Die spawnen aber nicht nur hier, ne? Die spawnen auch hier hinten hinter dem Berg. Ja, das ist jetzt von hier aus nochmal. Kirk, mir ist genau das gleiche passiert. Ich habe auch einen gedingst und den dann gegessen, also don't worry. Wir sitzen im gleichen Boot. Wieso zurücklaufen? Wir können auch hier einfach hinter dem Berg. Ich dachte, wir müssen. Ah, da hinten, okay. Aber dafür ist jetzt unser Magen voll, Kirk. Ja, ja. Das ist besonders gut. Ja, hat ja auch mal Vorteile, oder? Oder so. Okay, ich laufe euch hinterher, ne? Kirk, kommst du auch? Ich würde noch mal kurz nach deinem anderen Dino, den ich zähme. Okay, mach das. Allerdings. Was habt ihr für einen Tech-Rex? Einen männlichen. Hier ist ein weiblicher. Ehrlich. Level 90. On my way. Du. Oder ja, möchtest du den haben? Das ist nur Level 18. Ah, ja gut. Wollt ihr den haben? Na, das ist zu gering leider vom Level. Oh, ist aber ein schicker. Sehr, sehr schick. Der schmeckt auch besonders gut. Oh, jetzt habe ich die Farben gar nicht gesehen. Da hinten los. Oh mein Gott, ja. Mal ganz kurz hier warten. Der Titanium Lulu sieht schon krass aus. Cooler ist ein pinker. Frag mich, wie krass der wohl wäre, wenn man mit allen, wenn man sich so 20 Raptoren. Ach, Raptoren sag ich schon. T-Rexe. Really? So krass ist der. Wahrscheinlich ist er mit einem Hit tot. Ja, wahrscheinlich. Das war hier links vom hinterm Titano, glaube ich, da. Da, wo der fette Fight ist. Das sind Allosaurier und sowas, ne? Ja, oder war das? Muss Wiebke mal ein Stück zurückbleiben und dann machen wir das. Wieso? Ich habe einen richtig krassen kleinen Minirex. Ja, wir haben trotzdem. Du hast trotzdem. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die sehen ja schick aus. Okay. Es geht ziemlich schnell. Boah, ihr blutet wie die Schweine. Ja, let it rain, let it rain. Mal ganz vorsichtig an den Titano vorbeischleifen. Nicht aus Versehen noch hitten, ne? Der Schatten ist so groß. Der ist halt mal groß. Ich glaube, der macht den größten Kakapopo von allen. Ich glaube, mit einem einzigen Kakapopo kriegt man den ganzen Käfer gezähmt. Der hat sogar eine besondere Farbe, der Scheißhaufen. Really? Könntest du bitte Kakapopo machen, Vieh? Kakapopo! Bitte, für mich. Ich lasse dich mal runter. Nee, danke schön. Wenn der. Ach, kommt der gerade hinter mir her? Ich glaube, der ist neugierig. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Kampfmusik von dem Ankylosaurus. Aber, nee. Nee, der stampft einfach nur. Ich glaube, der möchte nichts. Ja. Denkt sich auch nur so, oh, okay, dann nicht. Wollte spielen. Aber kein Kakapopo. Hey, wo waren die denn? Die waren doch hier oben. Nee, kein Kakapopo. Ich komme zu euch. Wo seid ihr? Wenn's den Pieper mal. Ach da, ich hab euch. Die Schlucht durch, wo der große war. Agatha ist Level 90. Noms. Ich mach noch was zu essen, ist gleich. Jo. Gleich. Oh, das waren zwei Agatha auf Level 90. Und einer auf 12.
Irgendwie ist hier nichts. Wenn wir jetzt aber zurückgehen, sind die doch bestimmt gespawnt, oder? Stimmt. Wie läuft das? Ich geh mal kurz hier rechts runter gucken. Geh mal hier hoch. Muss mal ein bisschen fighten, fürchte ich. Ich habe Level 6 und was? Ich hoffe nicht 80. Achso! Das ist schlecht. 86 Leben. Ich weiß nicht, ob Level 86. Oder was 36. Genau? Ein Mammut greift mich an. Ich versuch dich mal zu finden. Nee, alles fein. Ich komm zurecht. Okay. Inkis. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich hab mich auf einmal angegriffen. Ich dachte mal, es wären friedliche Tiere, aber so friedlich war das gar nicht. Tusch, tusch, exactly. Exactly. Hab mich wohl getäuscht. Vielleicht da unten. Ich geh mal gucken. Wahrscheinlich sind da wieder welche gespawnt, wo wir gerade waren. Alol. Ganz schwarz-rote Agentavis. Ich glaube, wir haben die ausgerottet. Ich glaube auch. Nein. Doings, 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 ein kleines Känguru. Hallo. Wieder. So, mal gucken. Ah, ich habe welche gefunden. Ah, okay. Wo bist du? Quasi wieder zurück. Und da sind 5 Stück. Ich habe doch gesagt, wir müssen jetzt wieder zurück und dann sind die alle gespawnt. Ah, okay. Träumchen. Moment. Also Level 87, Level 84, Level 12, Level 33, Level 60. Nice. Da, wo der Titano-Lulu ist? Ja, da genau. Da noch ein Stückchen weiter wieder zurück. Da sind so 2 spitze Steine, die aufeinander zeigen. So große. Die sind quasi dazwischen. Okay. Da wo die eben waren. Sehe ich tatsächlich einen T-Rex? Das müsste Pete sein. Also wenn du mich siehst. Nee, ich sehe nur Pete leider. Das ist in der Nähe. Also die sind genau zwischen mir und dem großen Titano. Okay, also Titano ist bei mir auf der rechten Seite. Ja, dann musst du dann an dem Stein vorbei, links drumrum. An dem Stein vorbei, links drumrum. Da muss ich aber nochmal ganz. Die Lobbys in Ruhe. Die haben mich angegriffen. Ach so, na dann. Nachdem ich zugebissen habe. Dann stelle ich meinen wieder auf passiv. Wie frech von denen. Echt. Wieder da. Baby. Danke. Darf ich den 12er töten? Aber der hinter mir ist einer. Hallo, Schatzo! Oh, Achtung! Hallo! Moin! Oh hier. Nein, wir beiden laufen die beiden hinterher. Dir? Ja. Jetzt lass mal welche. 87 und 12, glaube ich. Ach, ja, wir können ja eh nur einen am Stück machen. Und das ging ja jetzt auch recht schnell, da wieder einen anderen zu finden. Lockt die nur immer noch ein Stück weg, dass der nächste nicht kommt, weil die kommen alle näher. Wirkt immer schnell. Zum Glück sind das keine Herdentiere. Das wäre richtig nervig. So, und weg hier. Jetzt weg hier. Oh, nicht doch kacken. Das dauert zu lange. Wo ist Liebke? Ich bin hier auf dem. Nee, ich bin neben dir. Achso, auf dem. Ah. Ja, ich lass mich gerade von dir reiten hier. Guten Tag. Ah, ich meinte auf dem T-Rex. Mit begleiten.
Leute, mit begleiten. Da vorne ist auch noch ein 60er. Perfekt. Gerettet, ey. Gerettet. Hier vorne in dem Gebüsch ist der 84er, Wiebke. Hm? Am besten rennst du ein Stück hin, drückst dann C, schleichst also und dann wirfst du ihm von hinten den Honig hin. Okay. Oder die ganze Zeit schleichen oder nicht? Dann oder schon, war dann zu langsam? Also ich habe ein einziges Ghillie-Oberteil. Ich habe es mal angezogen. Also ich schleiche. Schleiche mit C. X, C. Nee. Guck mal, bitte nicht auf meinen Booty, ja, das ist, dann lustig, Mann. Das hat er bestimmt nicht gehört. Und vielleicht nicht direkt auf ihn zuschleichen. Ja, okay. Wir führen doch jetzt mal das Honig hin, vielleicht funktioniert das ja. Mhm. Er will's, Wiebke, du musst hin. Was muss ich denn jetzt machen? Ja, guck mal, ob es funktioniert hat. Ja, das sehen wir doch in dem Zähm-Dings da, Bums da. Nee, zähmt nichts. Nee, 0%. Irgendwas hat funktioniert, ups, aber... Den kannst du nicht aufheben. Geh noch mal hin. Geh doch mal also hin, mach schleich noch, hin. Nimm noch mal ein. Nein. Schleich dich jetzt doch mal an. Und guck mal, ob du was mit dem machen kannst. Nicht pfeifen. Psst. Vielleicht funktioniert es. Das dauert 8 Jahre, bis sie da ist. Gib mir mal einen Moment, ja? So, und jetzt hinwerfen. Jetzt hinwerfen. Der hat doch schon eins gegessen. Ja, aber ich weiß nicht, ob der. Wenn er so ein passiver Zähmer ist, dann muss ich dem ja die ganze Zeit was hinwerfen. Ja, aber es passiert ja nichts. Du musst irgendwas mit ihm machen, sonst geht das Ding noch nicht hoch. Alter, wenn ich den hätte jetzt... das gefressen, dann hätte er das hochgehen müssen. Aber es ist ja nicht passiert. Also muss da noch irgendwas kommen. Also bin ich jetzt der arme Schlucker, der das machen darf. Wenn du das Ghillie-Teil anhast. Ich hab 3 Ghillie-Teile. Aber dafür bin ich unten ohne. Ey, der ist so schnell, ne? Ich komme gar nicht hinterhergeschlichen. Ja, vielleicht musst du da ein bisschen... Mir dann. Wir sind noch keinen Schritt vorwärts gekommen, Marco. Doch, richtig viel, nein, ey. Also ganz viele. Weißt du, wie viele Schritte gekommen, ich hier laufe? Jetzt geh doch mal aus der Hocke und geh mal ein Stück schneller. Alter, du hast gesagt... Du sollst nicht pfeifen! Ich pfeife. Ach so. Ich hol gerade den anderen Raptor ran. Jetzt bin ich richtig nah. Du bist ja noch nackiger mit der Ghillie-Rüstung als... Guckst du mal bitte nicht auf meinen Booty? Also mach ich jetzt den Honig? Der hat doch schon Honig. Aber du kannst es auch nochmal hinwerfen. Mach ich besser mal. So, und jetzt? Jetzt warte mal und... oder? Denk dir das? Und jetzt musst du dich ranschleichen, vielleicht während der Frist. Jetzt habe ich halt nichts mehr. Den streicheln oder so, wie die Hyäne. Nein. Und kannst du ihn streicheln? Weiß ich nicht. Bleib halt stehen. Jetzt. Ah! Halt wieso habe ich es verkackt? Ich habe es gemacht. Weil er jetzt angreift. Weil er dich angreift. Dann... Au! Alter, ich bin auch schon nackt. Der beißt in meinen Booty. Das ist ein 87er, das ist meiner. Ich probiere das jetzt auch ich mal. Ich habe den jetzt okay, hier. Mach das mal. Oh, kann es sein, dass ich das selber speichere? Ja, selber speichert. Okay. Okay, ich mache extra für dich eine riesen Broadcast-Meldung, okay? Ist gut. Okay. Warte, fahren wir zu 15, Mann. Was? Das kann ich aufmachen. Ich weiß nicht, warum das ausgelöst hat, aber... Überraschung! So, ich zeig jetzt mal, wie die Profis das machen, okay? Ja. Okay, wo bist du? Aber da wieso hinten. War das denn jetzt so, dass ich irgendwas machen musste? Also... Ja, der war bei 0. Vielleicht hat das halt ja, noch nicht gefressen oder so. 0. Ich hab halt keine ganze Ghillie-Rüstung, sondern nur ein Oberteilchen leider. Muss den noch auf passiv stellen, den Jungen. Also im Grunde dachte der Server sei leer. Ja gut, warte. Ah. Okay. Ja gut. Oh, Alter, der sieht von nahen richtig hässlich aus. Der wäre ja. Abfahrt. Oh lol. Ach du Scheiße. Also erst Honig und dann reiten. Ja. Ach du Scheiße, und dann? Minigame. Dann das Pferd? Okay. Oh, das ist gut, ich hätte keinen Honig mehr im Inventar gehabt. Oh, er dreht sich im Kreis. Du musst da. Ja, musst du selbst gleich. Alter, der macht einen Stein kaputt. Oh, da füllt sich was. Kann ich ja auch nochmal probieren, da ist hier noch einer. Oder möchtest du mal probieren, Schatzo? Ja, mach mal. Okay. Ah! Ich hab mich geboxt! Okay. Ist der jetzt bei...
Der ist bei 6%, ja, guck mal. Viel Spaß. Ja, aber der greift mich jetzt an. Aber wie viel Honig werde ich da im Inventar brauchen? Ja, ich werde nichts machen können. Also, ich muss die töten. Level 87. Also, wichtig, du hast unten eine rote Leiste. Wenn die Leiste füllt sich mit der Zeit, du musst vorher abspringen, weil sonst kickt er dich weg und greift dich an. Okay, also meiner frisst jetzt. Und da muss ich rauf. Dann gehen und reiten. Okay, und jetzt irgendwas mit rechts steht da. Die Pfeile drücken, die aufleuchten. Aber ich war... Oh. Die ganze Zeit? Ja. Gedrückt halten, bis es wechselt. Ach so, gedrückt. Oh lol. Siehst du unten die Leiste, die sich füllt? Nee, kann ich überhaupt nicht so drauf achten. So ein roter Balken. Nee, kann ich gar nicht drauf achten. Dann viel mitgenommen, ne? Ja. Warte, der geht nur im Kreis meiner gerade. Oh, nee, ich sehe leider die nicht. 6, 8. Oh mein Gott. Hups! Genau das meinte ich. Ja, das hatte ich nicht gesehen. Aber jetzt muss ich wieder drauf, da greift er mich jetzt dauerhaft an. Greift mich jetzt an, ne? Kann da nicht wieder Honig hinschmeißen oder so, ne? Nee. Komm auf dich zu. Raptoren. Ich hab mit. Ja. Sind leider böse Raptoren dahinter, ist das Problem. Ja, du kannst aber auf deinen Raptor springen, oder nicht? Ja. Ja, bin ich. Deswegen habe ich den mitgenommen. Dann müssen wir jetzt töten, ne? Ja. Boah, ist das schwierig, den zu ziehen. Ich würde mal so ein Low-Level-Ding vielleicht nehmen, oder? Zum. Ja. Da hinten ist noch einer. Dann versuch du doch mal das mit dem hier. Ich habe ganz viel Honig im Inventar. Nimm die einfach mal aus meinem Ding. Ja, Kiscam, das auch mal probiert. Ja. Aber ich hab's jetzt gar nicht. Okay. Weil ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Also. Ich hab den Honig hingeworfen, dann muss man hinrennen, E drücken. Ja. Und dann sind da ich so Pfeile links und rechts. Ich kann nur einen Honig auf die Null legen, ne? Ja, du brauchst auch nur einen Honig. Also ich musste jetzt während dem Flug nichts machen. Nur eins nehme ich auch mit, ein Honig. Ja, nimm ruhig mal viele mit. Du brauchst mehr als ein Honig. Aber du musst halt rechtzeitig abspringen, damit er dich nicht kickt. Okay. Ah. Musst du auf meinen Rex aufpassen? Ja. Ich weiß nicht, wo das Vieh ist, ich hab's nicht entdeckt bisher. Hier rechts, guck mal, hier, in der Richtung. Hier, meine Richtung. Ich hab keine Ghillie an. Ja, ich hatte auch nur ein Oberteil. Das brauchte man aber nicht, ja. Wenn der frisst, ist der abgelenkt. Mhm. Und dann kannst du quasi einfach da drauf. Hin. Okay. Oh. Der linke oder der rechte? Warte, ich guck mal. Ich hab kein Fernglas. Der andere ist Level 51. Also der eine ist 12, der rechte. Okay. Mich wann ich schmeißen muss. Du, du. Ach guck mal, jetzt dreht er sich eh um. Was haben wir denn so auf der Welt? Ich versuche euch mal zu finden. Ja, breiten. Wo soll ich beschreiben, wo wir sind? Abfahrt. Ich muss aber immer. Okay. Es leuchtet immer ein Pfeil auf und den muss ich drücken. Immer einzeln, ne? Ich hab den. Gedrückt halten ist Pfeil. Ah, doch. Doch, gedrückt halten. Weil der wurde gerade rot. Okay. Zum Mitkommen doch noch. Gewechselt hat. Ja, okay. Ja, warte, ich hol mir hier mal einen. Wir sind das so ein Stress. Einen Dino. Ciao. Und der wird schnell gezähmt. Der ist schon mal 12. 13, 14. Ja, das ist ja auch nur ein Level 12er. Ja, und? Also. Wenn er den schafft, ist trotzdem einer mehr, als wir es geschafft haben. Ja. Und jetzt bin ich abgesprungen. Und jetzt wirfst du ihm den nächsten Honig hin. Jetzt werfe ich den nächsten Honig hin. Okay. Ah, verstehe. Dann müsst ihr den doch wieder snacken.
Hallo? Der interessiert sich nicht mehr. Muss ich dich retten kommen? Oder kommt er? Nee, warte. Jetzt ne. Ah ja. Hi. Und drauf. Okay, ich dachte, ich war wohl Quatsch, ich habe auch keine Ahnung. Okay, also. Du portest dich zum Nord. Nach Norden? Ja, hier nach liegt Nord. Ein Tech-Ei. Also Asgard Nord. Ja. Dann kommst du ja bei dem Fluss raus. Dann gehst du links weiter. Also, wenn du quasi zu diesem Leuchtedingsbums guckst, von der einen Stelle, wo du dich geportet hast, musst du links. Dann kommst du zu dieser Steinbrücke. Nicht genug Honig dabei, glaube ich. Und dann läufst du durch die Steinbrücke und da sind wir. Okay, schauen wir mal. Hallihallo! Hi! Boah, ey. Was für ein Stress. Könnt ihr mir helfen? Ja, was denn? Ja. Wie denn? Wisst ihr? Ja, ich werde gerade getötet. Ja, ich komme, komm zu mir, ich bin hier rechts. Aber deswegen frage ich, ob ihr. Bin hier rechts. Da seid. Ja, man sah halt nur die Zähmung. Kannst du irgendwie auf den Rex. Müssen wir den töten? Auf den Rex, der Rex direkt neben dir. Auf den Rex, der Rex. Jaha. Okay. Das ist echt schwer mit denen. Ich hab's nochmal. Also, ohne Gili-Rüstung ist halt kacke, wenn ich abspringe und er sich nicht für den Honig, sondern für mich entscheidet. Ach so, ja. Ja. Also brauchen wir eine Gili-Rüstung. Ja. Okay, also ja, gut zu wissen. Vielleicht zumindest ein Teil, aber warum nicht die ganze? Doch, das ist der. Ja, wir haben halt noch keine. Wir, glaube ich, Enten für töten. Ja, dann. Ach ja. Ach so, Tante Renate ist mein Wort. Don't worry, Tante Renate will irgendwann die Weltherrschaft bekommen. Deswegen ist sie immer so ein bisschen, bisschen mies. Don't worry. Ach, das sehe ich einen Rex, genau. Haben wir hier. Ich habe leider. Meine ganze Rüstung ist kaputt. Okay, ich versuche es auch nochmal. Also, ich habe noch Honig da, falls ihr braucht, ne? Da hinten sehe ich auch noch einen. Ach, hi, Dopsa. Guten Tag, hey Marco. Tag. Möchtest du das mal probieren, Marco? Vielleicht kriegst du das hin. Gottes Willen. Mach mal. Nee, nee. Mann oder Memme? Ich dachte, du bist krass in solchen Sachen. Nee, auf sowas habe ich keinen Bock. Nimm mal hier Honig. Willst du das probieren, Dopsa? Nee, 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 lass mal. Oh, nee. Ich habe das bei dir zugeschaut, wie du es versucht hast und nö. Hallo, habe ich euch nicht von meiner krassen Gaming-Kunst überzeugen können? Doch, absolut. Aber also es ist halt wirklich viel leichter, wenn halt nur eins da ist. Da hinten ist eins. Ich mach das schon. Du musst wirklich schnell ran, wenn der frisst. Sicher, dass ich mal probieren wollte, ich habe hier noch Honig. Dopsa, du regelst das doch. Ich? Nee, nee, nee. Ich glaube schon. Ich schau hier nur zu. Marco. Ich? Viel. Guck mal, mein Dino. Dien dich. Dien dich. Hier. Abfahrt. Weißt du noch, die Rüstung? Ich habe leider nur ein Oberteil. Zieh das auch mal an hier. Ist auch im Raptor. Muss mich auch nackig machen oder so. Nee, ich bin nicht nackig gewesen. Ich hatte noch meinen Skin an, aber jetzt bin ich halt zerstört, ja, das deswegen. Du so. Ist so, ist so. Wie viel organisches Polymer braucht man für so eine Rüstung? 50 oder so, schon viel. Oder mehr. Oh. Ja, ich habe 4. Und das verdirbt ja sehr schnell. Also wir brauchen diese kleinen Pinguine oder so. Ja, ich habe jetzt einen gemacht und da kamen 7 raus. Was? Du bist runter? Ja. Das muss man wiederholen. Nicht besser weg. Aber er will nicht. Ich glaube links ist bestimmt noch einer. Ja, einmal hat es bei mir geklappt, also das zweite Mal und danach. Hier ist einer, hier ist einer, halt direkt vor der Nase. Zwei sogar. Nee, einer. Ist mein Rex, hier. Ist mein Rex? Ja, aber da ist ja der Pinchon dran. Ach, das ist der. Ah, okay. Ja, ja. Hier ist der Rex, hier hinten. Soll ich den pfiffeln? Ja. Hab ich. Manchmal ist einfach beides falsch, dann darf man gar nichts drücken. Ja, man muss ein bisschen reiten, das darf nicht grau sein. Ja, ja, so funktioniert das. Man reitet den quasi und da muss man den, so wie das Pferd zähmen, aber ein bisschen anders. Yes. Genau, deswegen musst du das machen. Ich kann sowas nicht. Okay.
Guck mal, ob wir hier noch einen sehen. Könnt ihr meinen Rex hier hinterbringen zu mir? Zu dir, ja. Ich habe nur noch 2 Honig. Ja, komme. Moin. Du kannst auch eben aus meinem, noch eben aus meinem kleinen Raptor den ganzen Honig. Ich habe mega viel dabei. Hier. Bin hinter dir. Warte. Du musst ja weiter weg. Ich hab deinen Frog mal hier abgestellt, ne?